Realitätslock. Winkematz. Wieso sollte ich diese Loks aufnehmen, wenn sie sowieso nicht zuhören? Wir haben die Kontrolle über den Nullpunkt verloren. Wissen Sie, was das heißt? Offenbar nicht, denn Sie unternehmen nichts. Ich habe immer dem Orden gedient. Ihm alles gegeben. Und wofür? Um einfach zuzusehen, wie die Realität endet? Dafür stehen wir nicht. Oder zumindest ich nicht. Nicht mehr. Willkommen zu einer Geschichte. Einer Fortnite-Geschichte. Und zwar die Fortsetzung von der Geschichte von Batman Zero Point, wie Batman jetzt auf der Insel klarkommt und umherläuft. Die Comic-Reihe, die gerade aktuell rauskommt, zu dem ersten Comic haben wir ja schon die Story durchgesprochen, quasi den Anfang, wie er von Gotham auf die Fortnite-Welt gekommen ist, haben wir schon soweit besprochen, aber jetzt ist der zweite Comic ein bisschen früher da. Und da setzt die Geschichte jetzt fort. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Seiten davon und erkläre euch mal, wie es hier weitergeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und bietet sehr viele Infos. Und das werde ich natürlich hier auf dem Kanal auch entsprechend weiter fortsetzen. Also wenn euch da die Geschichte interessiert. Ich habe auch vor kurzem ein Story-Video zu den Jonesys rausgebracht, weil die auch eine Menge Story erzählt haben. Eine ganze Story-Playliste findet ihr oben rechts auf dem i. Und wenn ihr schon alles gesehen habt oder gerade neu dabei sind, auch natürlich für die weiteren Batman-Folgen, gerne Abo-Button. Und die Glocke, die 772.000 haben wir geknackt, Leute. Wir haben uns jetzt fehlen wieder mal nur 500... circa bis 773.000, ne? Da haben echt viele so gestern reingehauen. Kuss geht raus. Deswegen, ich versuche da jetzt so wirklich aktiv mal auf die 800.000 zu pushen, weil die einfach nur so mega, mega hartnäckig ist. Aber es funktioniert, von daher. Und ja, es macht tatsächlich einen Unterschied, Leute, ne? Es macht einfach wirklich einen gewaltigen Unterschied. Wenn man es einmal anspricht, kriegt man ungefähr, ne, 400 pro Video oder sowas. Wenn man es nicht anspricht, kriegt man 50 bis 100. Das ist halt insane. Und deswegen wirkt es natürlich immer wieder wie so eine alte Leier, die man wiederholt, gerade für die Stammzuschauer. Was bisher geschah? Kurzer Recap, was in der Story bisher passiert ist bei Batman, ne, der ist ja von Gotham City, hat er die Rissenergie quasi von einem Zero Point in seinem Universum, ne, in dem Universum von Gotham City, gesehen und ist dem Ganzen nachgefolgt, aber irgendjemand hat ihn reingestoßen und ist dann durch den Riss geflogen und ist dann auf der Fortnite-Insel gelandet. Dort hat er schnell gemerkt, dass er nicht reden kann, hat Catwoman getroffen und haben dort tatsächlich in einer Solo-Runde geteamt und die erste Runde lief ab und wurde von einem Sturm eingesaugt. Und da fängt auch schon direkt quasi das zweite Heft an. 100 Runden später. Wir sehen, wie Batman wieder aufwacht in der Nähe von Weeping Woods. Das ist die Brücke von Weeping Woods, aber tatsächlich in der alten Form noch, in Season 5, beziehungsweise Season 1 bis 5. Und nicht in der Season 6, wo es eine Urzeitform hat, wo die ein bisschen anders aussieht, mit weißen Wänden und so weiter. Ja, das ist halt die alte Form. Warum auch immer, weil eigentlich spielt die Story tatsächlich zu Season 6 oder vielleicht kommt es noch dahin. Vielleicht gibt es noch einen Season-Wechsel in den Batman-Comics. Das kann auch sein, weil man in den ganzen Batman-Comics bisher keine Season 6 Elemente sieht. Keine Uhrzeit, kein Spire, gar nichts. Deswegen bleibt das noch offen. Naja, Batman erwacht wieder, aber es ist klar, dass es nicht sein erstes Erwachen ist. Ne? Das ist nicht sein erster Respawn oder seine zweite Runde, weil er hat sich Notizen auf den Armen draufgeschrieben. Und zwar, dass es schon mal passiert ist, dass jede Runde 22 Minuten geht, beziehungsweise jede Schleife und Zyklus, wo sich alles wieder resettet, wo er dann alles wieder vergisst. Weil der Zero Point und die Insel lassen die Charaktere vergessen und die können auch nicht mehr sprechen. Deswegen hat er sich das auf die Rüstung gekratzt und das bleibt auch. Alles, was auf die Rüstung kratzt oder an der Umgebung verändert, bleibt, aber seine Erinnerungen werden immer wieder gelöscht und resettet. Dann hat er sich halt noch Koordinaten auf seinem Battle Rank draufgeschrieben, damit er halt da auch weiß, wo er hinlaufen soll, nachdem er wieder aufwacht und fragt sich einfach schon, wie lange er ist. Und anhand seiner Rüstung sehen wir tatsächlich, dass er schon deutlich, deutlich länger ist als seit dem ersten Comic. Ne, das ist nicht die direkte Fortsetzung, weil der hat schon seine Rüstung modifiziert, mehr Panzer dran gepackt, lockerer gemacht, damit er Granaten dran packen kann, Fortnite-Items ranpacken kann und. Also da merkt man schon, ist eine Menge Zeit vergangen. Wie viel? Weiß man nicht. Er holt immer mehr und mehr Notizen raus, halt, die er auf Better Ranks draufgeschrieben hat und überall verteilt hat, aber wird auch wieder von Rabatz angegriffen. Und zwar immer wieder, Leute. Ich würde sagen, Rabatz ist ein Stream-Sniper, ein waschechter Stream-Sniper, der Batman anscheinend in jedem Zyklus immer wieder an der gleichen Stelle angreift. Also anders als in den Spielen ist es in Batman-Comic wirklich so, dass wirklich eins zu eins sich immer alles wiederholt. An der Ort, wo er landet, die Gegner, die er zuerst sieht, weil er sieht, weil die in der Nähe genauso landen, ne, und dort ihn angreifen. Na, er beseitigt ihn schnell, weil er keine
Zeit verschwenden will und geht zu den GPS-Koordinaten hin, die er versteckt hat, und findet seine Batman-Hütte. Und zwar diese Insel bei Slurpee Swamp, beziehungsweise diese Hütte hier. Ne? Genauso wie in den Comics ist hier auch die Tafel dahinter, wo er ein paar Sturmkalkulierungen macht, die gleich noch kommen im Comic. Interessant dabei ist, ne, die Hütte ist in den Comics halt jetzt passiert und die Hütte ist jetzt bei uns in Season 6 passiert, aber bei Batman ist gefühlt noch Season 5. Kann aber einfach nur ein bisschen, sag ich mal, hier ein bisschen Abweichung sein, was die Zeitlinien angeht. Muss erstmal nichts bedeuten, Leute, ne? Vielleicht haben die einfach im Comic nicht dran gedacht, gewisse Orte oder so in Season 6 zu zeichnen oder weil die Comics schon früher entstanden sind, bevor Season 6 reinkam. Ne, und deswegen haben die den Comic natürlich schon früher gezeichnet und dann erst, sag ich mal, die Orte aus dem Comics in das Spiel eingebaut. Und deswegen gibt es da vielleicht so eine kleine Überschneidung und wird wahrscheinlich auch mit Season 7 auch passieren, weil die Comics sind ja an sich fertig, soweit ich weiß. Ne, aber die Comics, der letzte Comic kommt natürlich erst in Season 7 raus. Das sollte man beachten. Ja, was man aber auch sieht, ist, dass das, was in den Comics passiert, hier halt auch auf der Fortnite-Insel passiert. Also in den nächsten Comics, wenn Batman sich weiter ausbaut und eine weitere Höhle baut und die Zeit nutzt, sollten wir das dann auch in irgendeinem Update hier unsere Batman-Höhle bekommen oder halt die Orte, die er halt erschafft. Ob es eine Höhle wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es ein Schuppen oder sowas. Ich meine, ist ja eigentlich schon Schuppen. Gefühle bleiben. Batman macht sich dann auf die Koordinaten hin, die er halt in diversen Steinen und Notizen hinterlassen hat. Rennt er hin und sucht die Katze, die ein Freund ist. Das ist ein kleiner lustiger Moment und zwar trifft er Muskelkat und denkt sich erstmal, ist das der oder was? Ne, ist das der Freund? Und dann sieht er Catwoman und denkt sich, na, er wahrscheinlich die, weil er das im Gefühl hat. Er hat einen Instinkt dafür. Kleiner lustiger Funfact, bei diesen zwei kleinen Bildern zwischen Muskelkater und Catwoman sieht man oben rechts tatsächlich die Minimap von der Fortnite-Insel mit dem Killfeed. Ne, quasi die HUD-Elemente, die wir halt auch ingame haben oben rechts, sieht man halt in dem Comic jetzt in diesen zwei kleinen Bildern. Passiert eher weniger, ne, aber ist da zu sehen. Batman kommt ihr zu Hilfe, teamt mal wieder in Solo, klappt den Muskelkater weg, aber Catwoman versucht ihn auch zu klappen, ne, und greift ihn an, er versucht sich da abzuwehren. Kratzt aber schnell eine kleine Nachricht in sein Batarang wieder ein, weil er nicht reden kann. Er kann nicht reden, aber hat schnell rausgefunden, dass wenn er Sachen einkratzt, dass er so kommunizieren kann. Und da fragt man sich eigentlich, wie lost sind die Charaktere auf der Fortnite-Insel, wenn die seit 3 Jahren, 16 Seasons, nicht rausgefunden haben, dass sie auf einen scheiß Stein kritzeln können, um sich selber zu informieren oder beziehungsweise bei Laune zu halten. Unter anderem auch Agent Jones. Also ohne Flachs, wie lost sind die, wenn Batman das innerhalb 2 Comics geschafft hat. Sei es drum. Ne, der kratzt dahin, dass der Fledermaus ein Freund ist und gibt ihr den Batarang und dann resettet sich auch wieder die Runde, weil der Sturm zusammengezogen ist. Diesen Batarang behält sie auch bei dem nächsten Respawn und schaut ihn an und besucht ihn tatsächlich dann auch bei seiner Hütte direkt vor ihm und schließen sich zusammen die Hinweise und die ganze Insel zu erkunden. Reisen dann nach Sharky Shells oder beziehungsweise The Shark, ne, wo es noch in Season 2 so hieß. Versuchen mit dem Boot rauszufahren, aber immer wieder blockiert der Sturm sie. Aber sie kommen immer mehr und mehr zusammen und zeigen Gefühle, dass sie füreinander haben. Auch da resettet sich wieder die Runde. Versuchen auch dann unter das Wasser zu tauchen, um zu gucken, ob es irgendwo eine Luke gibt. Wo aber Batman auch definitiv feststellt, dass die Insel künstlich ist. Ne? Die Insel ist künstlich, die ist künstlich erstellt worden. Und das ist eigentlich ein ganz nices Indiz. Ne, bisher wussten wir nicht wirklich, ob die Insel vielleicht einfach nur erschaffen wurde oder die schon da war und mit den Zero Point irgendwie was zusammenhängt. Ne? Aber anscheinend wurde die komplett erschaffen, von Hand. Es ist keine natürliche Insel, die einfach entstanden ist auf irgendeinem Planeten, sondern wurde gebaut. In dieser Runde, wo die das Meer erkunden, wird aber Catwoman tatsächlich gekillt. Und das macht Batman dann auf jeden Fall auch traurig und merkt auch dabei, dass Erinnerungen zwar immer wieder resettet werden, aber die Gefühle nicht. Die Gefühle bleiben, die, ne, die Emotionen, die er dabei verspürt hat. Ne, und da war er voll außer sich, hat sogar den Ultima-Ritter, ne, aus Season 10 einmal geklappt, ja, und Charlie einmal umgeworfen, ne, und die Gefühle bleiben. Und da auch resettet sich wieder die Runde. Und nächstes Mal resetten die sich und erkunden erneut wieder die Insel. Ne, man sieht immer wieder bei den Comics jetzt einen Timer laufen, ne, wie lange der noch in der Map hat. Erkunden Steamy Stacks, ob es da was zu sehen ist. Und trifft das erste Mal Harley Quinn wieder. Harley Quinn haben wir im ersten Comic schon gesehen, die durch den Riss gesprungen ist, weil schon einige durchgegangen sind. Ne, erkennt die anscheinend auch, ne, und scheint ihm irgendwie bekannt vorzukommen, aber sieht er darin eine Verbündete. Springt dann runter und will Harley Quinn, sag ich mal, helfen. Nachdem er ja ein paar Kills gemacht hat, macht die tatsächlich den Floss Dance, Leute. Die Zahnseide macht die da, was sie da in diesem grünen Balken dargestellt haben. Ja, die macht waschecht Zahnseide. Die Harley Quinn, ne? Ein bisschen kleiner Seitenhieb wahrscheinlich an die Fortnite-Emotes und so weiter. Ne, versuchen auch mit ihr zu kommunizieren. Aber Harley Quinn, wie sie ist, nochmal juckt sie das gar nicht, was er da auf seinem Batarang geschrieben hat. Greift ihn an, stößt ihn weg in den Sturm hinein und auch da wieder die Runde resettet, wer auch immer den epischen Wing geholt hat. Die Mitte des Sturms.
Nach ein paar Resets stellt Batman auf jeden Fall fest und macht Kalkulationen, wie dieser Sturm funktioniert, wo er hingeht, wie er sich verhält, dass das Zentrum immer ein anderer Punkt ist, ne? Dass er immer ein neuer Standort ist nach jedem Reset, aber kann auf einmal den Sturm predikten. Ja, der braucht kein Item dafür, Leute, das kann er auch einfach so, Batman ist einfach... Ist halt OP der Boy. Kalkuliert die Mitte des letzten Sturms, geht dann wieder dahin in die Mitte und Catwoman platziert sein GPS-Gerät. Ne? Nicht ihn selber, nicht ein Match, sondern ein Gerät in die Mitte des Sturms. Und auch dort wieder resettet sich die Runde. Und zwar hatte sie das hingelegt und Batman hatte das auch vor, um zu gucken, ob die Mitte des Sturms verschont bleibt und das Ganze sich resettet, ne? Während man dabei stirbt, oder ob das dann beim nächsten Reset und beim nächsten Zyklus bleibt. Nächste Runde wieder angefangen, flitzen die wieder zu der gleichen Stadt. Ich würde meinen, das ist Holy Hatches, wenn ich mir so die Gebäude angucke. Naja, gehen die da wieder hin nach ein paar Kämpfen und sehen, dass dort das Gerät geblieben ist von der letzten Runde, was die in der Mitte platziert hat. Und Batman stellt dann fest, dass angeblich das, was wirklich in der absoluten Mitte des Sturms ist, auch in der nächsten Runde bleibt. Ob das so wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich meine, wir alle haben schon ja mal ausprobiert, ne, komplett in der Mitte des Sturms zu bleiben, wenn die Zone zusammenzieht. Und am Ende steht man ja trotzdem, ne? Ob das nur daran liegt oder nur Menschen resettet bzw. Charaktere resettet werden, aber Gegenstände, die man fallen lässt, halt auch, in diesem Sinne halt das GPS-Gerät, was nicht aus der Fortnite-Insel ist, ist ja keine Waffe, kein Item, kein Baumaterial oder was auch immer, ein Item aus einer anderen Welt, aus einem anderen Universum sozusagen, ne, hat er da in der Mitte platziert und das ist halt die Sache, ob das so stimmt. Aber die machen Experimente und bleiben auch zu zweit wirklich im absoluten Zentrum des Sturms und auch da endet wieder die Runde, als nachdem die zusammengezogen wurden. Und auch da sieht man schon so ein bisschen die Liebesbeziehung zwischen Catwoman und Batman, ne, dass die da ein bisschen da zusammenkommen. Aber nach den Notizen her, die er sich dann durchliest, scheint es wohl nicht funktioniert zu haben, dass er in der absoluten Mitte wäre. Woran das wohl liegt? Man weiß es nicht. Er stellt aber die Vermutung auf, dass es daran liegt, dass sie zu zweit sind. Dass sie zu groß sind, dass die absolute Mitte einfach nur ein ganz kleiner Punkt ist, wo das Gerät, sage ich mal, ausgehalten hat, aber zwei Charaktere wie sie nicht. Deswegen geht er alleine in den Sturm rein, um sich quasi zu opfern, während Catwoman in der absoluten Mitte des Sturms bleibt. Kritzelt sich die letzte Notiz ein, dass nur noch einer übrig bleiben muss für den epischen Win. Und die Runde resettet sich wieder. Wieder treffen die aufeinander, wieder versuchen die das Gleiche zu machen, dass sie da was erforschen. Catwoman verpasst ihn mal eben eine Backpfeife, weil er sagt, er ist der Analytische und sie ist die Impulsive. Kämpfen sich wieder komplett durch, wieder bis zur Mitte des nächsten Sturms. Aber diesmal will sich Batman richtig opfern. Nicht in den Sturm reinlaufen, sondern dass sie den letzten Kill macht und somit quasi in diesem Sinne eigentlich einen epischen Win holt, ne? Verabschiedet sich von ihr, gibt ihr einen Kuss und sie sticht mit dem Messer rein. Bisschen Blut klebt dran. Im Comic, Leute. Ne, und er ist halt der Letzte, der dabei stirbt. Und eigentlich müsste sie den epischen Win bekommen. Die Runde resettet sich, der ist wieder, beginnt eine neue Schleife, spawnt wieder bei der Weeping Woods Brücke, schaut sich auf die Hände, weiß nicht mehr, was los ist und woran er sich erinnert, wird wieder von Rabatz gestreamsniped und fragt sich, ist jetzt erstmal egal, er muss erstmal zusehen, dass er wieder zu den Koordinaten geht, alle Notizen wieder durchliest, jede Runde, Runde für Runde. Und was mit Catwoman passiert ist, ist sie wirklich aus dem Sturm, aus der Insel ausgebrochen, weil sie die Letzte war, die in der Mitte des Sturms war. Und das erfahren wir in der nächsten Geschichte. In der nächsten Fortnite-Geschichte. In der nächsten Geschichte rund um Batman, wenn das weitergeht, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und bin mir ziemlich sicher, Catwoman kommt nicht aus der Insel raus. Ich hoffe euch auch, Leute, wenn euch das interessiert, gerne Abo-Button, Glocke reinhauen. Ne, dann gehen wir auf die 773.000 zu. Auf der rechten Seite gibt es die weiteren Videos von dem ersten Teil und noch ein weiteres Story-Video. Gerne die Playliste anschauen mit allen weiteren. Den Like-Button nicht vergessen, natürlich, ne, wenn ihr das am Anfang des Videos nicht reingehauen habt. Zweitkanal Richtung 100.000 Abonnenten. Dann geht mehr Flasse. Flapp.